Hallo und willkommen. In dieser Episode geht es um das Einfärben von Papier mit Gesso und Kaffee. Und das gehört jetzt zu der Reihe des Nearly 100% Junk Journal. Und ihr seht jetzt im Anhang, wie ich das gestaltet habe. Das habe ich einfach immer in der Wartezeit gemacht, während ich an einer Seite gearbeitet habe. Also das könnt ihr dann sehen und dieses könnt ihr dann sehen. Das ist einfaches Packpapier und das hier ist einfaches Papier, was zwischen der Kleidung lag. Und das hier kriegen wir ja mit fast jeder Lieferung. Und das ist ganz einfaches Gesso und ganz einfaches Sprühen von Kaffee. Löslichen Kaffee. Ja, viel Spaß damit. Um die Zeit zu überbrücken, während das trocknet, habe ich mir jetzt überlegt, das hatte ich mal gesehen. Und zwar habe ich hier, das ist Papier vom irgendeinem Kleidungskauf oder Schuhe, ne, ich glaube Kleidung. Das ist ja nichts anderes als weißes Seidenpapier, was man einfach so geschenkt bekommt. Und da habe ich dann mal, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das gesehen habe, ich glaube bei Robin McLendon, das ist eine Amerikanerin, die macht auch ganz viel Sachen selber, also auch ihr Papier und so. Da könnt ihr mal reingucken, vielleicht verlinke ich sie mal. Und ich nehme jetzt einfach das Gesso. Ist jetzt erstmal ein bisschen komisch, ne, dass ich jetzt hier weiß auf weiß nehme. Aber da ich das nachher mit Kaffee ansprühe, werdet ihr wahrscheinlich, hoffe ich, wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ganz erstaunt sein, was man dafür tolle, ja, Papiere rausbekommt, auch Collage-Papiere. Also ich mache jetzt nichts anderes als mit der Karte so Linien. Hier will ich mal so Linien machen und hier will ich mal gleich ein Muster versuchen. Eigentlich auch total einfach. Einfach so ein Gittermuster. Also man muss gar nicht immer mit diesen schwierigen Sachen direkt anfangen. Es gibt super Sachen. Also es gibt Leute, die haben also Fingerfertigkeiten. Bin ich voller Bewunderung. Die haben die Geduld, die ich nicht besitze. Ja, und machen da wirklich die tollsten Karten, ja, Explosionsboxen und ja, mir fehlt einfach die Geduld zu. Ich bin eher so ein Freestyler. Na, seht ihr das ein bisschen? Ja, ihr seht das. Und jetzt mache ich was ganz Einfaches. Ich will einfach so eine Sternform machen. Also, ihr seht, es ist wirklich überhaupt nicht schwierig. Und es ist, wie viele das sagen, es ist einfach mal anfangen. Also, mehr als dass man das nicht hübsch findet und vielleicht mal in die Tonne kloppt, finde ich jetzt bei Junk, naja, ist ja nur, also ist es noch nicht mal verlorene Zeit, weil mit jedem Fehler lernt man ja. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt würde ich mal gern so Rauten machen. Wie macht man das? Ich erzähle hier mal Sachen. Achso, ist ja eigentlich wie das, nur quer. Oder macht man das so ein bisschen anders? Na, probiere ich mal. Und das dann ein bisschen mehr so, ne? So, genau. Ja, jetzt habe ich hier noch so einen Rest. Den schmiere ich mal hin, weil er nicht verschwenden. Und mit dem Rest hier würde ich gerne, wo ist denn der einfache Bleistift? Da ist er. Da würde ich gerne Punkte gehen immer. Einfach Punkte machen.
kann man noch hübscher machen. Ich bin immer ein bisschen, weil ich euch nicht so langweilen will, immer ein bisschen zu schnell manchmal. Also verzeiht mir. Ich verzeih es mir auch. Und ich versuche es besser zu machen. Okay, mit dem Stift kriege ich jetzt nichts mehr ab. Aber da ist ja immer noch ein bisschen Gesso. Und nehme ich den Finger und mache mal ein paar Fingerprints. Schauen wir mal, wie das dann nachher aussieht. Ja, das muss jetzt auch schon wieder trocknen. Und da bin ich auch schon wieder. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe dieses Packpapier, da hatte ich irgendwas für den Garten bestellt. Und da kann man auch wirklich sehr schöne Sachen machen mit dem Gesso. Und wir haben ja diesen, da irgendwo diese Schminke, ne, das sah ja ganz toll aus auf dem einen Tag. Und ich habe ja diese kleinen Schablonen, da haben wir uns ja dann als angehender Junk Journaler mal geleistet. Die sind wirklich nicht teuer. Ich glaube, hab ich auch schon mal gesagt, die hat wahrscheinlich fast jeder. Und ich habe auch hier endlich hier die Wappen wieder gefunden. So, Natur, das ist Natur, Natur. Das ist auch Natur, Schmetterlinge. Nee, will ich jetzt nicht. Hier, die Vögelchen sind nett. Noch Zahlen. Zahlen sind keine Natur. Ah, hier. Den Bambus finde ich immer ganz witzig. Obwohl Zahlen gehen auch immer irgendwie, ne? Hier ist noch ein Blümchen. Das ist eine Mauer. Ja, die Natur macht ja auch die wildesten Muster. Schauen wir mal, wie viel wir hier reinkriegen. Also auch wieder Kreditkarte, Gesso, schmieren. Wegnehmen. Ja, das ist doch schon ganz süß. So, die muss ich dann nachher alle ein bisschen sauber machen, oder? Kann ich die einfach irgendwo auf ein Stück, kann die einfach auf ein Stück legen und den Rest nachher abdrücken. Will ich euch ja nicht mit langweilen. Gucken wir mal, ob wir die kleinen Vögelchen hinkriegen. Und Bienchen auch. Und den Bambus auch. Bis auf die Vögelchen, das hat das schon ganz gut geklappt. Das sind einfach so wilde Muster, aber das können wir ja auch schon mal gebrauchen. Okay, Schmetterlinge gehen immer. Jetzt brauchen wir schon mal den Nachschub. Noch Farbe drauf. Okay. So, das Gesso ist angetrocknet und jetzt sprühe ich da einfach Kaffee drüber und
dann sollte eigentlich das Weiße ein bisschen besser rauskommen und wir haben ein schönes Collagepapier trocknen lassen. Ja, ist ein bisschen Geduld gefragt beim selber machen. Ich bin mal gespannt, wie es ausschaut, wenn es trocken ist. Ja, das ist schon ganz nett, aber ich habe mir das irgendwie intensiver vorgestellt. Ich werde das einfach nochmal einsprühen, um das zu intensivieren. Wenn nicht, werde ich mir mal schnell hier von den Wasserfarben was Dunkles anmischen. Ich versuche es erstmal auf diesem Weg. Schon bald leer. Hier auf dem Packpapier ist das richtig gut rausgekommen, finde ich. Ich glaube, das wird meine favorisierte Art, um dieses Papier zu verwenden. Jetzt noch mal Kaffee drüber und trocknen lassen.